Hi meine Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute gibt es die Speed Reviews für den April. Ich habe ja bereits im März schon kein Monatsranking-Format gemacht, einfach weil sich das im März nicht so angeboten hat und diesen Monat tut es irgendwie auch nicht. Von daher habe ich jetzt beschlossen, ich gucke das mal so. Wenn sich die Produkte gut ranken lassen, dann mache ich sie in dem Ranking. Ansonsten gibt es heute einfach so meine Meinung zu 8 Produkten, die ich in den letzten Wochen neu getestet habe. Mit dabei sind Produkte von Jungglück, von I+M Berlin, was Neues Dekoratives von NYX, das ihr vermutlich auch noch nicht bei mir gesehen habt. Und ja, ihr seht hinter mir, die Kulisse hat sich noch nicht verändert. Ich kam einfach noch nicht dazu, hier meinen Hintergrund ein bisschen zu gestalten. Aber irgendwann wird es der Fall sein, wenn ich mal mehr Zeit dafür habe. Aber bis dahin machen wir es jetzt einfach so und legen mal los mit dem Video. Das erste Produkt werde ich euch mal einblenden, weil das liegt ehrlich gesagt schon ziemlich abgeranzt bei mir in der Dusche. Es ist mal wieder was Festes. Und zwar habe ich im Rahmen von meinem Umzug einige Sachen wiedergefunden, die ich für verschollen geglaubt hatte. Unter anderem ein Shampoo von Rosenrot. Ich hatte ja ein großes Rosenrot-Review-Video gemacht. Und da ist mir aber ein Shampoo, das ich dafür eigentlich testen wollte, vorher abhanden gekommen. Nämlich das Shampoo mit Kornblume und Zitrone, das speziell für helle Haare konzipiert ist. Und das habe ich wiedergefunden, zusammen übrigens auch mit einem Eyeliner. Der malt zwar nicht mehr, aber ich habe mich immer gefragt, wo dieser Eyeliner ist. Jetzt weiß ich es. Naja, auf jeden Fall teste ich jetzt seit einiger Zeit die Kornblume-Zitrone-Variante der festen Shampoos von Rosenrot. Und ich muss sagen, wie auch das andere Rosenrot-Shampoo, das ich vorher getestet habe, in Rose war das, gefällt mir das sehr gut. Ich mochte ja, ich bin kein so ein Rose-Typ. Ich habe festgestellt, ich bin vermutlich auch kein Kornblumentyp. Es pflegt meine Haare aber gut. Keines dieser Duftrichtungen würde ich jetzt unbedingt nachkaufen. Was mir diesmal aufgefallen ist, ist, dass dieses Produkt extrem unergiebig ist. Also ich habe das Gefühl, ich brauche das sehr, sehr, sehr schnell auf. Ihr werdet das auch im Rahmen des nächsten Aufgebraucht-Videos, denke ich, sehen. Und ich habe das jetzt sicher, wie lange habe ich denn das verwendet? Ich kann es gar nicht sagen, vielleicht so 3-4 Wochen. Ich meine, es ist nur ein Mini-Produkt, aber irgendwie kam es mir sehr schnell vor. Also wie gesagt, das sozusagen als Nachtrag zu dem Rosenrot-Review-Video, wo ich einfach sagen muss, ich fand die Shampoos echt sehr gut. Muss aber auch sagen, was muss ich noch sagen? Ich sage immer, muss aber sagen heute. Ich habe halt dieses Altera Sensitiv Shampoo von Rossmann gefunden. Das ist halt mit 3,99 ziemlich billig, ziemlich ergiebig. Und ja, ich werde, denke ich, jetzt nicht auf die Dauer bei einem festen Shampoo bleiben, einfach weil ich halt auch zu gern hier für den Kanal teste. Aber die Rosenrot-Shampoos sind auf jeden Fall empfehlenswert. Sie sind jetzt aber nicht top, 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 extraordinär. Ich kaufe nur noch die. Ja. Okay, wir machen weiter mit I+M Berlin. Da bekomme ich ja seit neuestem immer die Neuigkeiten zugesendet, was mich super freut. Die haben jetzt auch die Sonnenpflegeserie ein bisschen gelauncht. Die zeige ich euch dann auch noch. Generell, ich habe ja im April die Naturkosmetik-News ausgelassen und ich habe echt das Gefühl, so, es ist wahnsinnig viel passiert. Das nächste Naturkosmetik-News-Video wird eskalativ und auch der nächste Haul. Aber wir arbeiten das alles ganz langsam auf. Ich zeige euch jetzt mal zwei Produkte, die ich in letzter Zeit neu getestet habe. Einmal gab es eine neue Maske von I+M, die Clean and Clear grüne Heilerde-Maske für Tiefenreinigung mit mattierendem Effekt. Finde ich eine super schöne Verpackung, muss ich sagen. Die Farbe spricht mich total an und das war so eine ganz klassische Heilerde-Maske. Ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von sowas. Ich fand die Maske auch sehr gut. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sie groß nach was riecht. Es ist nämlich auch kein Duft drin tatsächlich. Und es ist eben auch Jojobaöl drin, Sonnenblumenöl drin und eben die grüne Heilerde. Ich hatte die immer drauf, während ich in der Badewanne war, so 10 bis 15 Minuten. Und manchmal, was ich an diesen Heilerde-Tonerde-Maske so ein bisschen schwierig finde, finde ich, dass ich schon manchmal das Gefühl habe, sie trocknen meine Haut ein bisschen aus. Das hatte ich jetzt in dem Fall wirklich gar nicht, muss ich sagen. Also die hat meine Haut wirklich sehr, sehr gut getan. Die einzige Sache, die ich letztlich bemängeln muss, ist, ich würde mir halt eine größere Verpackungseinheit wünschen. Solche Sachets bemühe zumindest ich mir nicht mehr nachzukaufen, wisst ihr, also wenn die irgendwie den Weg in mein Leben finden, genau wie mit diesen Einzelbadesachets, dann verweigere ich jetzt nicht, dass ich die Nutzung sozusagen, aber ich kaufe es mir halt aktiv nicht selber. Aber dieses Produkt wirklich kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, das kostet 1,80 für 2 Anwendungen, finde ich auch noch völlig im Rahmen. Dann gibt es ja auch noch neu die Clean Beauty Serie von I+M. Hier habe ich alle 3 Produkte zugesendet bekommen, habe aber jetzt tatsächlich mal mit der Creme angefangen, weil einfach auch ich keine Gesichtscreme mehr sonst hatte. Das ist die Clean Beauty Rosehip Feuchtigkeitscreme, reizarme Pflege. Die Clean Beauty Serie zeichnet sich halt dadurch aus, sie ist ohne Duftstoffe, ohne Allergene, ohne Konservierungsstoffe, also wirklich sehr clean formuliert. Hier ist Hagebuttenkernöl drin, Fairtrade Aloe Vera und Squalan. Und ich muss sagen, ich bin mit dieser Creme wirklich sehr zufrieden. Ich meine, ich muss sagen, irgendwie so
das letzte halbe Jahr war so für meine Haut schon irgendwie ein halbes Jahr der Veränderung, wenn ich das jetzt mal so sagen soll. Ich hatte halt, vorher hatte ich immer so ein bisschen das Gleiche. Ich war sehr ölig und hatte immer im Kinnbereich meine Unreinheiten. Die habe ich auch immer noch, haha. Aber ich habe jetzt halt auch so trockene Stellen. Ich merke schon, dass meine Haut ab und zu sehr spannt. Also irgendwie hat sich da schon was getan. Von daher glaube ich, dass es jetzt eigentlich noch schwieriger ist, eine passende Creme für mich zu konzipieren. Die gefällt mir wirklich sehr gut. Also, lässt sich gut verteilen, zieht gut ein, hinterlässt nicht so weiße Schleier. Das machen ja manche Cremes manchmal. Und sie ist aber sehr leicht und hinterlässt jetzt keine so eine Fettschicht, pflegt das Gesicht aber trotzdem. Also ich finde die wirklich gut. Einziges, was ich zu bemängeln habe, bin ich ganz ehrlich, ist der Pumpspender. Weil wenn ich den einmal komplett runterdrücke, dann kommt viel zu viel raus. Und wenn ich aber nur so ein bisschen drücke, dann habe ich ganz oft das Gefühl, diese Pumpe verstopft oder es bleibt dann so Produkt hier oben hängen und verkrustet dann halt so. Und das finde ich halt auch nicht so optimal. Naja, aber auf jeden Fall, diese Creme gefällt mir super gut. Ich werde auch demnächst das Qualan-Serum testen und euch auch irgendwann dann mal was über diese Reinigungscreme sagen. Reinigungsprodukte dauern bei mir einfach super lang. I don't know. Aber ja, also wirklich, erstes Produkt der Clean Beauty Serie gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Dann geht's jetzt wahnsinnig spannend weiter mit Zahnpasta. Haha. Ich habe mal bei DM eine Dental Delight Zahnpasta mitgenommen. Ehrlich gesagt bin ich ja so ein bisschen geinfluenced worden. Ich folge so ein paar veganen Food-Bloggern oder so Food-Neuheiten. Ja, Influencern auf Instagram und eine von denen hat irgendwie immer mal wieder eine Kooperation mit Dental Delight und die haben so ganz ansprechende Sorten. Und da ich ja in letzter Zeit eben so ein bisschen Naturkosmetik, Zahnpasta war, also jetzt nee, ich hatte jetzt halt einfach so ein paar, die nicht so super geschmeckt haben und die ich echt so ein bisschen mit Kampf aufgebraucht habe, dachte ich mir, ich gönne mir mal was und habe die Variante Polar Punch mit Gletscherminzgeschmack mitgenommen und muss ehrlich sagen, okay, also ich will wieder eine normale Zahnpasta. Also sie ist nicht schlecht, ich finde sie reinigt die Zähne auch gut, aber, Friends, ganz ehrlich, also es hat halt schon sowas von Eisbonbon. Wisst ihr Eisbonbons? Weil es war früher für mich der absolute Wahnsinn, könnte ich eigentlich mal wieder mir welche kaufen. Wobei ich nicht so der Bonbon-Typ bin, egal. Auf jeden Fall, Eisbonbons sind halt nicht so der Geschmack, den ich jetzt so nach einer Zahnpasta-Anwendung im Mund haben will. Versteht ihr, wie ich meine? Also ich will halt so einen frischen Minzgeschmack und ich dachte, das ist halt so Polar Punch. Dachte ich mir halt so, das ist sowas super frisch, Gletscher, ja. Es war jetzt halt letztlich, ich glaube, das ist für Kinder oder so oder für Leute, die wirklich sehr ungern Zähne putzen, ist es vielleicht eine gute Alternative. Ich finde sie im Vergleich, sie ist jetzt nicht besonders teuer, aber es ist jetzt keine billige Zahnpasta, ne? Und ich muss ehrlich sagen, bevor ich so sehr angefangen habe, auf Naturkosmetik zu achten, habe ich einfach immer die Eigenmarken Zahnpasta von DM gekauft und fand die immer super gut in der Kräutervariante. Naja, auf jeden Fall, nachkaufen werde ich die nicht. Welche ich nachkaufen wollen würde, ist eigentlich die von Terra Naturi, weil ich die bislang die beste Naturkosmetik-Zahnpasta fand. Irgendein Vögelchen von euch hat mir aber gezwitschert, dass es die wohl nicht mehr gibt. Und ich war jetzt ehrlich gesagt lang nicht mehr im Müller und müsste das mal verifizieren. Aber ja, ansonsten muss ich mich weiter umschauen. Wobei ich sagen muss, ich fand die jetzt von Altera auch nicht schlecht. Oder? Nee, nicht die von Altera, von Lavera. Lavera hat gute Zahnpasta. Ist aber natürlich wieder ein Tacken teurer. Letztlich ist es nicht so relevant, es ist nur Zahnpasta. Aber wie gesagt, falls ihr auch das Gefühl habt, ihr braucht mal irgendwie so eine fancy Zahnpasta, ich bin davon jetzt kuriert. Und dann machen wir mit dem einzigen dekorativen Produkt für heute weiter. Das ist tatsächlich auch in meinem Gesicht zu finden. Ist was Neues. Ich habe ehrlich gesagt in letzter Zeit schon so ein bisschen dekorative Kosmetik geshoppt. Also freut euch auf den nächsten Haul. Das wird spannend. Unter anderem habe ich mal bei Douglas bestellt. Die schicken mir momentan immer echt Mails mit guten Angeboten, muss ich sagen. Also irgendwie ganz, ich hatte glaube ich so einen Gutschein mit 10 Euro ab 30 Euro oder so, wo ich mir dachte so, okay, da kann man wirklich einkaufen. Auf jeden Fall habe ich mir was von NYX NYX gegönnt, auf Empfehlung meiner Lieblings-YouTuberin Sarah Rose. Die schwört nämlich auf die Epic Wear Eyeliner Sticks von NYX und ich habe mir hier gegönnt die Farbe Periwinkle Pop. Das ist dieses wunderschöne Flieder, das eigentlich genau zu meinem Oberteil heute matcht. Und Leute, das ist ja die Pantone-Farbe des Jahres, dieses Periwinkle. Eigentlich ein bisschen, bisschen dunkler, ein bisschen blauer ist so die Pantone-Farbe. Aber ich bin besessen von Flieder. Ich möchte alles kaufen, was Flieder ist. Ich habe eine Fliederfarbe in den Nagellack gekauft. Ich habe mir jetzt ein Kleid gekauft in der Farbe. Ich finde es einfach wahnsinnig schön. Und deswegen, obwohl ich jetzt eigentlich nicht so der Eyeliner- und Kajalmensch bin, wollte ich das mal ausprobieren. Ihr seht heute, ich muss mal näher rutschen, irgendwie ist die Sitzsituation in diesem neuen Setting hier noch nicht so cool. Ich fülle mir euch wieder mit normalem Licht. Und, also normalem Licht, nicht künstlichem Licht, natürlichem Licht, also Sonnenlicht.
Was will ich sagen? Egal. Auf jeden Fall habe ich immer ein bisschen Probleme, meine Augen aufzuhalten, weil die Sonne mich so anscheint. Auf jeden Fall findet ihr diesen NYX Epic Wear Eyeliner heute an meiner unteren Wasserlinie. Das oben auf meinem Lid ist eine wilde Mischung aus Single Eyeshadows. Naja, auf jeden Fall, dieser Epic Wear Liner gefällt mir wahnsinnig gut. Ja, ich hatte ja bislang immer nur einen schwarzen und so einen hautfarbenen Kajal und ehrlich gesagt habe ich die nie benutzt. Und da war ich jetzt aber echt so ein bisschen angefixt und ich muss wirklich sagen, meine Mutter benutzt sehr viel Kajal an der unteren Wasserlinie und die würde ich ihr wirklich sehr weiterempfehlen, weil die hat immer Probleme, dass die Augen so ein bisschen tränen und dass, wenn sie da halt einen Lidschatten hinmacht unten, dass der sich halt im Gesicht verteilt. Und ich finde wirklich, dass der eine sehr, sehr schöne Konsistenz hat. Ich müsste ihn schon wieder anspitzen. Ich kann hier mal hinmalen. Ich hoffe, das kommt halbwegs gut raus. Hier ist der Swatch. Auf jeden Fall ist der sehr hell, hat so ein bisschen einen Glitzeranteil. Ich habe den auch schon so über dem ganzen Lid getragen und dann so ein bisschen ausgesoftet. Von der Konsistenz wirklich ein teurer Kajal und er hält sich wirklich. Ich habe das auch schon erlebt, dass man dann bei schwarzem Kajal oder je nachdem halt wirklich so schwarze Brocken irgendwann auf der Backe hatte. Nicht schön. Vielen Dank für diesen Beitrag zum Video, liebes Meerschwein im Hintergrund. Auf jeden Fall wirklich eine große Empfehlung. Und ich glaube, ich könnte jetzt so ein bisschen auf den Kajal-Trip kommen. Ich habe jetzt aber mir geschworen, wenn ich jetzt anfange, Kajale zu kaufen, dann müssen die in meiner Schminksammlung gezählt werden. Und das hält mich so ein bisschen zurück, weil mein Ziel ist ja nur noch 100 Produkte zu haben. Und ja, da war das auf jeden Fall ein Schritt in die falsche Richtung, wobei ich es wirklich überhaupt nicht bereue. Guck da mal nach Farben. Ich finde, die haben eine ganz, ganz tolle Auswahl. Also egal, ob ihr jetzt wirklich so eher neutral seid, es gibt auch so ganz schöne Sachen wie so ein ganz dunkles Grün oder ein dunkles Blau, was man super mal als Alternative tragen kann, wenn man jetzt normal schwarz trägt, aber vielleicht ein bisschen mehr Farbe will. Gibt aber auch so ausgefalleneres wie ein Orange und so. Also bin ich wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Ich bin ja jetzt normal nicht der Käufer von NYX-Produkten. Ich bin da irgendwie, ich habe da nicht so gute Erfahrungen gemacht und deswegen, ja, lasse ich das jetzt meistens auch. Aber da hat wieder die Empfehlung von Sarah Rose mich, also war eine gute Empfehlung, muss ich sagen. Genau, und dann kommen wir noch zum Schluss zu drei Produkten von Jungglück. Ich habe ja bei Jungglück, einer der Influencer-Marken für mich, ich glaube im November 4 Produkte bestellt. Einmal die Sonnencreme, über die ich berichtet habe, die ich überhaupt nicht vertragen habe leider. Und dann noch 3 weiteren Serien. Die sind alle leer, die seht ihr jetzt heute. Und ich wollte Jungglück wirklich mögen. Aber das Ding ist halt, irgendwie, wenn so eine Influencer-Marke, wenn das so gehypt wird von so vielen Leuten, dann habe ich irgendwie höhere Ansprüche, als wenn ich jetzt zum DM gehe und mir was für 2,95 kaufe. Wisst ihr, wie ich meine? Also hier 5 Milliliter von diesen Produkten kosten 3 Euro. Das ist jetzt natürlich in Ordnung so insgesamt, aber ich wollte jetzt lieber die kleinen Größen ausprobieren, bevor ich jetzt irgendwie so 30 Milliliter für 40 Euro kaufe, ne? Ja. Also, ich muss jetzt erstmal sagen, was ich habe und dann gehen wir die Sachen einzeln durch. Ich habe einmal getestet, schon länger, das Retinol-Serum von Jungglück. Und das muss ich auch sagen, ist von den 3, die ihr jetzt hier sehen werdet, wirklich mein absoluter Favorit. Ich muss dazu sagen, ich bin Retinol gewöhnt, ich bin Säuren gewöhnt, ich bin Vitamin C gewöhnt. Also kann ich immer nur sagen, was das jetzt auf meine erfahrene, fortgeschrittenere Haut für Auswirkungen hatte. Und natürlich nicht, wie das für einen Anfänger ist. Ich finde es sehr schön, dass Jungglück auf der Homepage wirklich ausführliche Infos hat, wie man das Produkt anwenden soll, wie es zusammengesetzt ist und so. Das finde ich sehr positiv. Und auch bei dem Retinol-Serum hatte ich eine gute Wirkung, muss ich sagen. Retinol ist ja Vitamin-A-Derivat und entfernt so die obersten Hautzellen oder regeneriert halt einfach und sorgt dafür, dass neue Zellen nachgebildet werden. Das hat Benefits, wenn ihr unreine Haut habt, wenn ihr älter schon seid. Eigentlich ist das sozusagen für jeden gut geeignet, nur nicht für Schwangere. Auf jeden Fall... Warum muss man heute einfach hier den Käfig zerlegen? Ich weiß es nicht. Ich muss gleich mal rübergehen und sie davon abhalten. Egal. Das Retinol-Serum fand ich gut. Ich hatte ja vorher mal ein Retinol-Serum von The Ordinary, das halt deutlich günstiger ist. Wo ich halt ganz ehrlich sagen muss, von der Convenience der Anwendung und so, fand ich das von The Ordinary gleichwertig. Also denke ich, dass ich das deutlich teurere von Jungglück nicht nachkaufen werde. Ich fand aber, es hat einen schönen Effekt gegeben. Ich habe mich am nächsten Morgen, man ist da immer so ein bisschen aufgeplustert, finde ich, so im Gesicht. Und ich habe es auch nicht als sehr reizend empfunden. Wie gesagt, unter Vorbehalt, weil ich halt schon ein bisschen Erfahrung damit habe. Dann habe ich noch getestet das Vitamin C Serum. Ich habe die übrigens alle brav nacheinander getestet, um genau sagen zu können, was von was kommt. Jungglück sagt auch auf der Homepage, dass man ganz oft mit diesen Active Ingredients halt 4 bis 6 Wochen braucht, bis man was sieht bei regelmäßiger Anwendung. Das kann ich natürlich mit diesen Minis jetzt nicht. Ja? Also ich kann jetzt da meistens haben, die mir so 2, 3 Wochen gelangt. Also so eine richtig lange Zeitdauer ist da halt jetzt nicht drin. Das Vitamin C Serum, muss ich ehrlich gesagt sagen, von dem habe ich eigentlich echt wenig gemerkt. Das war jetzt irgendwie auf meiner Gesichtshaut nicht groß so, dass ich das Gefühl hatte, okay, Vitamin C soll ja so ein bisschen...
Schatten und dunkle Verfärbungen ausgleichen. Und bei Vitamin C wird halt durch die Sonne aktiviert, deswegen trage ich das immer tagsüber. Was ich über all drei Formulierungen sagen kann, ist, dass ich sie wirklich sehr convenient auf der Haut fand. Also die sind alle gut formuliert. Nichts schält sich ab, nichts liegt irgendwie komisch oder lässt sich nicht gut verteilen. Also da haben sie wirklich einen guten Job gemacht. Ich habe davon letztlich wenig gemerkt. Mein letztes Vitamin C Serum, das ich verwendet habe, war aber auch ein Korean Beauty von By Wishtrend mit sehr hochdosiertem Vitamin C. Da habe ich was gemerkt. Also von daher, vielleicht ist es auch für mich einfach zu wenig. Ja. Und das letzte Produkt, da hatte ich irgendwie auch große Hoffnungen reingesetzt, war das BHA Peeling. BHA, AHA sind ja so mein Ding. BHA ist ja die Salicylsäure und gerade für unreine Haut geeignet, weil es so ein bisschen dafür sorgt, dass auch so Poren ein bisschen ausgereinigt werden und halt geöffnet werden. Von daher ist es eigentlich so für meinen Kinnbereich ganz gut. Diese Konsistenz ist am ehesten wie Wasser von all den drei. Also die beiden anderen waren so ein bisschen fester. Und da muss ich irgendwie sagen, ich habe ehrlich gesagt gar nichts gemerkt. Auch so, also ja, es hat so ein bisschen gebitzelt, aber ich wende ja manchmal auch so Masken mit entsprechend Säure an und so. Und da merke ich immer so, okay, so alles, was in meinem Gesicht so schuppig oder krustig ist, ist so ein bisschen abgesoftet und so. Das habe ich damit ehrlich gesagt nicht gemerkt. Ja, also letztlich ist es so, keins der Produkte finde ich schlecht oder hat nicht funktioniert auf dem Gesicht. Aber bei allen war ich jetzt von der Langzeitwirkung, sofern ich das wie gesagt bei diesem kleinen Pröbchen beurteilen kann, war ich nicht so unbedingt mega beeindruckt. Am besten fand ich noch das Retinol-Serum. Aber ich muss halt sagen, ich habe bei allen drei Produkten letztlich auch Produkte, zu denen ich eher tendieren würde. Das bei Wishtrend-Serum fürs Vitamin C. Dann das Retinol von The Ordinary, das ich nachkaufen würde. Und BHA-Produkte habe ich jetzt auch wirklich schon einiges ausgetestet, was mir gut gefallen hat. Ja, also von daher, ich habe jetzt mal 4 Produkte von Jungglück getestet. Ich fand sie nicht schlecht, aber sind sie den Hype und das Geld wert? Ich bin mir persönlich nicht sicher. Ja? Schreibt mal gern, wenn ihr damit auch Erfahrungen habt und generell mit einem der Produkte, oder schreibt mir auch mal gern, was ihr in letzter Zeit neu getestet habt. Das würde mich natürlich sehr interessieren, denn wir sind jetzt am Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der April ist vorbei. Wahnsinn, der Monat ist für mich so krass gerannt. Also kann ich gar nicht glauben, wie schnell das ging. Und jetzt starten wir schon in den Mai. Ich freue mich wirklich sehr. Ihr seht dann am Dienstag, wenn alles gut läuft, als nächstes mein Update für das Project Pen. Da bin ich schon sehr gespannt. Es gibt coole Neuigkeiten. Und ja, ich freue mich, wenn ihr da wieder dabei seid. Bis dahin, vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ihr könnt gerne die Glocke aktivieren. Wobei ich immer Dienstag, Freitag, 17.30 Uhr hier da bin. Außer ich bin zu dumm, die Uhrzeit anzustellen, dann wird es halt mal 18.30 Uhr. Ist neulich passiert und ist prompt Leuten von euch aufgefallen. Das hätte ich nicht gedacht. Naja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute mit dabei seid. Wie gesagt, wünsche ich euch jetzt ein sehr schönes Wochenende und wir sehen uns am Dienstag. Bis dann!